Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ihr seht schon an meinem Gesichtsausdruck, dass ich wieder so ein bisschen in Rage bin und ein bisschen wieder reagieren muss. Also ich habe ja wieder jetzt nach längerer Zeit, ich habe es tatsächlich wirklich nicht geschafft. Aber gut, auch darüber habe ich ja schon mal ein Video gedreht. Klar, man kann es schaffen, wenn man weniger Videos dreht, keine Frage. Touché, gebe ich zu, aber es war wirklich sehr viel los in letzter Zeit, ne? Und gerade deswegen hat mich gerade, ich habe auch im Vlog darüber erzählt, habe mich so ein bisschen meiner Verärgerung, habe ich mir ein bisschen Luft gemacht. Und dann sind da tatsächlich Leute, die denken, ich sitze den ganzen Tag, ich mache nichts, ich würde meine Schwiegertochter arbeiten lassen und sie das Essen kochen, würde überhaupt nicht mithelfen und hätte doch den ganzen Tag nichts zu tun. Und wenn ich dann abends sage, dass ich sehr, sehr müde bin, dann kommt das komisch vor, weil ich habe ja den ganzen Tag gar nichts gemacht. Deswegen möchte ich einmal euch erzählen, was ich so den ganzen Tag treibe. Ich mache das eigentlich ja immer. Ich hatte ja eigentlich auch angenommen, dass man das sieht. Ja? Deswegen mache ich ja YouTube, deswegen schreibe ich meine Blogs. Könnt ihr auch immer mal reingucken, dann seht ihr auch immer, wann ich aufstehe, weil das vergesse ich tatsächlich immer. Also es ist so roundabout, morgens beginnt mein Tag. Ja? Wäre ich auf dem Dorf, würde das alles viel früher starten, da aber ja, hier hat sich so ein bisschen so ein Schlendrian eingestellt. Heißt, da alle lange schlafen und ich habe mich da so ein bisschen angepasst bei Emil. Also es geht jetzt hier bei meinem Tagesablauf um meinen Tagesablauf in Bad Oldesloe. Und darüber möchte ich euch jetzt berichten. Also ich würde sagen, so roundabout 7:37 wache ich auf. Was nicht heißt, dass ich die ganze Nacht durchgeschlafen habe und wirklich ausgeruht bin, sondern ich schlafe sehr schlecht. Ich glaube, das habe ich schon oft klar gemacht. Das Erste, was ich mache, ich drehe mich nochmal um und versuche tatsächlich noch ein bisschen länger zu schlafen, weil, wie gesagt, ich schlafe sehr schlecht und merke das auch im Laufe des Tages. Klappt nie. Also ich würde mal sagen, in den 5 Monaten hat es vielleicht 2-mal geklappt oder 3-mal und dann war ich auch wirklich sehr, sehr müde. Dann nehme ich mein Handy zur Hand, was meistens so 7:50 der Fall ist. Sofort. Ich liege im Bett und neben mir liegt mein Handy. Ne? Seht ihr ja jetzt hier auch. Da liegt mein Computer und mein Handy. Bereit für die Arbeit. Würde man behaupten, dass die meisten das nicht so handhaben. Ja? Die werden sicherlich mit dem Partner schmusen, sich um die Kinder kümmern, mit dem Hund spielen, sich in Ruhe fertig machen, frühstücken, irgendwann dann in Ruhe zur Arbeit gehen und dann ihren Tag beginnen. Nee, bei mir nicht. Ich bin noch gar nicht ganz wach. Ich muss mir oft meine Augen morgens erstmal aufreiben, den Schlaf da rausholen, damit ich überhaupt mein Handy klar erkennen kann. Mein Handy ist mein Arbeitsgerät. Das heißt, ich kann nicht immer alles filmen. Wenn ich hier am Handy sitze und arbeite, kann ich das nicht filmen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum einige denken, ich mache gar nichts, außer Videos drehen oder ab und zu mal das Baby halten. Es bedeutet ja, nicht nur Videos drehen, sondern die müssen ja auch bearbeitet werden. Und ich würde mal behaupten, dass das das Eigentliche ist. Und dabei seht ihr mich ja gar nicht. Ja? Auch jetzt. Ich habe das Handy in der Hand. Und was ich dann später mache, kann ich gar nicht filmen, weil ich habe gar keine Kamera, um das zu filmen. Also, ich nehme morgens um circa 8 Uhr mein Handy zur Hand und fange sofort an, ohne auf Toilette gegangen zu sein, ohne überhaupt mir das Gesicht gewaschen zu haben, ohne irgendetwas anderes Interessantes gemacht zu haben, fange ich an mit der Arbeit. Ich nehme mein Handy, ich mache meine App auf, meine YouTube Studio App, dafür haben wir YouTuber eine App und dann geht's los. Als Erstes werden die Vormittagsvideos 1 um 10, 1 um 12, die ich am Vortag gedreht habe oder die ich in den Tagen davor gedreht habe, bearbeitet. Das ist meistens schon insofern geschehen, dass ich sie auf meiner Bearbeitungs-App am Tag vorher, als ich es gedreht habe, möglichst schon, damit ich schnell meinen Speicher leer bekomme, habe ich es meistens schon gerendert, sprich in der App, in der Bearbeitungs-App geschnitten und zu YouTube hochgeladen. Nur, die sind noch nicht öffentlich. Die liegen bei YouTube auf meinem Kanal und müssen veröffentlicht werden. Das bedeutet, dass ein Thumbnail-Foto erstellt werden muss, das gar nicht mal so einfach ist. Klar, man kann irgendein Foto nehmen und da ein bisschen Text drauf packen, aber so einfach ist das alles nicht. Man will ja, dass der Kanal erfolgreich ist. Das heißt, du musst dir schon ein bisschen Gedanken machen.
Erstmal, welches Foto wählst du aus den ganzen Dingern, die du da auf deinem Handy hast, ja? Dann machst du dir ein Design, überlegst du dir, schreibst einen Titel rein. Musst also überlegen, erstmal, wenn die paar Tage schon alt sind, die Videos, weil ich sie vorgedreht habe, was war denn da genau? Was habe ich da wieder für einen Mist erzählt? Und was war überhaupt die Quintessenz meines Videos? Auch das habe ich oft gar nicht mehr im Kopf. Und das habe ich nicht mal von meinen Vlogs im Kopf, die ich ja einen Tag vorher gedreht habe. Und dann, wenn mir das wieder eingefallen ist und wenn ich ein richtiges Foto ausgesucht habe, muss ich das Bild designen. Ich muss einen Text erstellen. Da muss die richtige Schrift herausgesucht werden. Ich muss es verkleinern, vergrößern. Ich muss eventuell einen Aufkleber drauf machen, also irgendein Smiley oder so, was je nachdem auch die Stimmung, was das Ganze ein bisschen peppiger macht, weil sonst klicken die Leute nicht drauf. Das Thumbnail ist das A und O bei uns YouTubern. Muss also sehr genau überlegt werden. Meine Thumbnails sind mit ganz viel Liebe gemacht. Meine Vorschaubilder, für alle, die nicht wissen, was ein Thumbnail ist, das sind Vorschaubilder, die ihr quasi seht, bevor ihr auf ein Video klickt. Und die sind überhaupt das Ausschlaggebende an einem Klick, ja. Und dann, wenn das jetzt fertig ist, wenn ich das endlich soweit habe, ja, dann speichere ich das Foto in meine YouTube Studio App auf mein Video. Das heißt, ich gehe in die Bearbeitung meines Videos rein, muss dann den Thumbnail drauf machen und den Titel erstellen. Und der Titel, der ist das Zweitwichtigste an bei uns YouTubern, denn nach dem Thumbnail kommt der Titel. Ja, wir gucken also erstmal aufs Bild und dann auf den Titel. Auch der muss sich ausgedacht werden. Ja, das ist alles nicht so einfach, weil wir drehen ja nicht, weil wir jetzt keine Zuschauer erreichen wollen, sondern ich möchte auf dem Wurfskammer-Mama-Kanal Zuschauer auch erreichen. Ja, klar, ich drehe für mich, sage ich auch immer. Ich mache das alles auch für mich, aber natürlich auch für die Zuschauer und dafür, dass man möglichst auch viele Zuschauer bekommt. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Natürlich ist das alles Spaß und macht mir auch Spaß. Und ich würde es wahrscheinlich auch machen, wenn ich keine Zuschauer hätte, einfach für mich als Tagebuch. Aber es wäre schon schön, wenn die Leute draufklicken. Und wenn ich mir so viel Arbeit mit den ganzen Videos mache, dann würde ich doch auch zumindest nicht an der Kreativität der Thumbnails und der Titel sparen. So, jetzt ist mir endlich ein Titel eingefallen, der packen könnte. Den schreibe ich dann hin. Jetzt musst du aber nicht nur den Titel machen, du musst möglichst auch viele Wörter in diesen Titel bringen, die den YouTube-Algorithmus dazu bringen, das den richtigen Leuten vorzustellen. Ja, auch nicht so einfach, weil ich kann ja nicht nur Wörter hinschreiben. Schminken, Make-up, Ü50, Großfamilie, Familie. Das klingt ja auch doof. Also es muss sowohl den Zuschauern gefallen, damit sie draufklicken, es muss aber auch dem Algorithmus gefallen, damit es auch möglichst vielen Leuten angezeigt wird. Dann muss ich den Text erstellen. Wieder mit Hashtags. Welcher Hashtag könnte passen? Seht ihr immer an dem Hashtag oben? Drei Hashtags suche ich mir immer aus. Und dann erstelle ich einen kleinen Text, einen kleinen Begrüßungstext, etwas, was ein bisschen freundlich klingen soll. Dann kopiere ich die ganzen anderen Sachen rein aus meinen Notizen. Wer bin ich? Disclaimer, diese Sachen. Ja, sind alles Arbeitsschritte, die natürlich auch Zeit in Anspruch nehmen. Und dann denke ich mir das Wichtigste aus, nämlich die YouTube-Tags. Jetzt sagen viele, Tags braucht man nicht. Ich finde schon, dass man sie braucht. Ich habe es nämlich ausprobiert. Was sind Tags? Tags sind Stichworte, die dein Video dem Algorithmus sagen, wo es lang geht. Ja, ich mache meistens so 20, 30 Tags. Die kann ich auch nicht einfach rauskopieren, irgendwo unter rein kopieren. Jedenfalls mache ich das nicht, weil meine Videos so unterschiedlich sind und so verschieden, dass ich auch immer verschiedene Tags brauche. Also meinetwegen Geld verdienen, wenn es auch für meinen Finanzkanal. Oder ich gebe Deutschland ein, wenn es etwas ist, was. Oder Türkei oder Türkei. Ich gehe auch manchmal ins Türkische rein. Ich gehe manchmal ins Englische. Ich benutze Familie, Großfamilie. Ich brauche Ramadan, Ramazan auf Türkisch, auf Deutsch. Also auf Türkisch Kinder, Kinder auf Deutsch, Babys, Erziehung, Mutter, solche Geschichten, ja, gebe ich als Tags an, damit YouTube weiß, dieses Video muss ich in die und die Richtung einordnen. Obwohl Tags, wie gesagt, gar nicht mehr so wichtig sein sollen, aber ich habe es ausprobiert. Wenn ich wenig Tags bis gar keine mache, werden meine Videos wesentlich schlechter, performen sie wesentlich schlechter, als wenn ich sie mache. Deswegen mache ich das und ich habe es auch erst vor ein paar Monaten ausprobiert, um Weihnachten herum. Und deswegen, ich bleibe bei den Tags. So, auch viel Arbeit. Jetzt habe ich, wenn es gut läuft, ja, bin ich um 8 angefangen, so um 8:45 ungefähr fertig. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger, je nachdem,
was für Schwierigkeiten auftauchen. Nicht immer speichert YouTube sofort, was ich gespeichert habe, dann sagt er mir, nö, Fehler bei der Übermittlung oder so. Und dann ist alles, was ich gemacht habe, umsonst, weil je öfter ich auf Speichern klicke, immer wieder kriege ich die gleiche Fehlermeldung. Entweder ist der Server voll oder bei mir klappt irgendwas nicht. Und wenn, dann kann ich auch nicht weiterarbeiten, weil wenn ich woanders hingehe, dann ist alles, was ich da eben hingeschrieben habe, gelöscht und weg. Habe ich oft genug schon gehabt. Das heißt, ich fange nochmal von vorne an. Ja. Jetzt. Das 10-Uhr-Video steht, ist es ungefähr 9 Uhr, ja, und eine Stunde ungefähr, Pi mal Daumen rechne im Durchschnitt, eine Stunde für das Einstellen, nur für den Titel, für das Bild, für die Tags, für die Beschreibung, für alles andere, ja, eine Stunde. Und das ist schon schnell. Manche YouTuber machen das alles in 3 Tagen, ja, an einem Video. Deswegen ja auch nur die meisten 3 Videos pro Woche, weil mehr schafft man gar nicht. Dann das nächste Video um 12 Uhr. Wieder eins, was ich natürlich schon vorgedreht habe, logisch. Fängt der ganze Kram wieder von vorne an. Ist es ein Haul, meinetwegen? Dann setze ich aus meinen gedrehten Videos verschiedene Fotos zusammen. Also ich gucke mir das Video nochmal an, klicke da die Screenshots raus, fotografiere die raus und bearbeite sie kurz, ein bisschen schärfen und so. Das kommt übrigens auch noch dazu in der Bildbearbeitungs-App, dass ich die noch schärfen, noch angleichen muss, damit es auch nicht so langweilig aussieht. Ne? Ein bisschen Pep rein, ein bisschen Kontur, ein bisschen Schärfe, ein bisschen Farbe und dann klappt sieht das schon viel besser aus. Screenshotte ich. Alle 4 Fotos brauche ich für einen Haul, für ein Vorschaubild. Wieder das gleiche. Text, ganze bearbeiten und reinstecken in die App, in die YouTube-App rein. Wieder den Titel erstellen, wieder das anschreiben. Hallo meine Lieben, heute seht ihr das und das, wir haben das und das gemacht. Wieder den anderen Rest reinkopieren. Wer bin ich mit Disclaimer und allem Möglichen. Dann wieder die Tags, ja. Was mache ich bei Hauls für Tags? Lidl Haul, Aldi Haul, Action Haul, Kaufland Haul mit den ganzen Lebensmitteln, Fleisch, vegan, vegetarisch, Familie, Großfamilie, den ganzen Kram, ja. Möglichst immer wieder 30 Tags. Klar, ich kann immer die gleichen nehmen, kann sie mir reinkopieren. Das geht aber auch alles nicht so einfach. Also muss man schon ein bisschen Fantasie walten lassen. So, das ist jetzt das zweite Video. Roundabout wieder eine Stunde vergangen, ja, mindestens. Andere YouTuber, wie gesagt, die arbeiten tagelang dran. So. Jetzt habe ich noch keine Vlogs, habe ich die habe ich immer noch nicht angefangen. Das heißt, mein Vlog, den ich ja am Tag zuvor erst meistens beim Zu-Bett-Gehen beendet habe, muss noch völlig bearbeitet werden. Das heißt, im Moment lade ich ja 3 Vlogs hoch am Tag. Um 3, also um 15 Uhr, um 18 Uhr und um 20 Uhr. Das bedeutet, jetzt, nachdem die Vormittagsdinger stehen, nachdem ich sie geplant öffentlich gemacht habe, also meinetwegen, ich habe um 9 mein Vormittagsvideo für 10 Uhr gemacht, dann ist es um 10 Uhr. Das nächste ist um 12 Uhr öffentlich geplant. Dann fange ich an, mit den Vlogs zu arbeiten, wenn mich nicht meine Family unten braucht, ja, wenn nicht Baby wie wahnsinnig schreit und ich es nicht aushalte und dann mal runtergehe und für eine halbe Stunde Baby halte, wenn nicht irgendwie Miley mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mal früher runter musste und ich dann erwischt werde unten, Oma und Melliha sieht mich und dann muss ich mit ihr spielen und sie in den Arm nehmen und eventuell passiert sonst noch irgendetwas, wo man mich unten braucht. Das mal ganz abgesehen. Ja, das ist noch gar nicht da gewesen heute, bei diesem Tag, den ich euch gerade erzähle. Dann fange ich an, ne? Wie gesagt, 2 Videos sind jetzt, die stehen. Da brauche ich nichts mehr machen. Fertig, fix und fertig. Meine Vlogs sind aber noch nicht fertig. So, jetzt fange ich an, meine Vlogs vom Vortag zu bearbeiten. Das heißt, die Videos, die ich eben gemacht habe, um 10 und um 12 Uhr, die sind ja schon bearbeitet. Die habe ich ja schon am Tag vorher oder wann immer ich sie gedreht habe, bearbeitet. Sprich, ich habe die Clips mir angeguckt. Ich habe sie zusammengeschnitten in meiner Schnitt-App. Ich habe sie beschriftet. Ihr seht oben immer, entweder seht ihr Wolfsmama oder ihr seht mein neuer Finanzkanal und Werbung muss immer drauf. Es muss ein Abspann. In den Abspann muss abonnieren drauf. Es muss ab und zu auch mal herzlich willkommen zum zweiten Teil, zum dritten Teil. Also, das ist das Bearbeiten des eigentlichen Videos. Habe ich für die Vlogs noch gar nicht gemacht. Damit muss ich jetzt anfangen, denn um 15 Uhr muss ja wieder der erste Teil des Vlogs online sein. Und er muss ja auch erst einmal
hochgeladen werden. Das heißt, er ist ja noch auf meinem Handy. Er muss ja zu YouTube auch noch hoch. Das heißt, ich habe ja öffentlich, bin ja aufs Internet angewiesen. Schafft das Internet und YouTube, der auch manchmal nicht so ein schnelles, so einen schnellen Dings hat, dass er da ein bisschen stoppt und das einfach nicht laden will. Ja, das liegt dann auch manchmal an YouTube. Und das muss auch erstmal hochgeladen werden. So, also ich muss mich sputen. Ich kann jetzt nicht einfach mal einen Spaziergang machen oder unten stundenlang auf die Kinder aufpassen, wenn ich das möchte. Und meistens muss ich das ja sogar, weil, hat er euch gesagt, Familie hat Priorität. Wenn die Kinder mich brauchen, bin ich immer zuerst. Alles andere ist hinten dran. Und ich glaube, ihr wart selten, dass mal ein Video nicht gekommen ist oder sonst irgendwas passiert ist. Ich bin eigentlich immer sehr zuverlässig. Ihr habt trotzdem meine ganzen Videos, obwohl wirklich zu Hause bei uns sehr viel passiert, ja. Ich habe noch nichts gemacht bis jetzt. Wir sind jetzt bei dem Video um 10 Uhr und es ist auch ungefähr 10 Uhr inzwischen. Wenn alles gut läuft und wenn alles ohne Probleme lief und ne, klappt alles, hat gut gespeichert, YouTube hat angenommen, keine Fehlermeldung, nichts. Ja, wir gehen mal davon aus, dass alles gut gelaufen ist. Jetzt fange ich an, meinen Vlog zu schneiden. So. Den muss ich ganz besonders kontrollieren, wenn ich in Bad Oldesloe bin, weil es eben viele Personen gibt, die nicht in meine Videos gezeigt werden dürfen. Das heißt, wenn ich einen Clip habe, wo Baby drin ist, einen Clip habe, wo Emil kocht, einen Clip habe, wo meine Tochter eventuell durchs Bild gelaufen sein könnte, das muss ich mir alles immer ein bisschen merken, weil ich kann unmöglich jeden Clip von vorne bis hinten angucken. Ich versuche es, klappt aber nicht immer. Dann nehme ich mir meine Bearbeitungs-App und mache den ersten Teil des Vlogs, sprich 10 Clips für den ersten Teil kontrolliere ich, mache ich die Köpfe unsichtbar, wenn doch mal Melia mit reingerutscht ist. Ich scroll schnell durch im Schnelldurchlauf, guck, ob da irgendetwas ist. Manchmal sagen die auch etwas, was nicht rein soll. Also ist am besten wäre es schon, ich gucke das alles einmal an. Mache ich oft, schaffe ich nicht immer. Ja? Aber ich muss es kontroll gucken. Also, dann gehe ich da mit dem Finger in meine App und gehe so langsam durch und gucke, ob da irgendwo Melias Kopf, Emils Kopf, der Kopf meiner Tochter oder sonst irgendwas ist, was da nicht rein darf. Wird dann weggeretuschiert. So, das ist richtig viel Arbeit. Also, wenn Videos da sind, wo die Kinder mit drin sind, das kostet mich richtig Zeit, wirklich. Bis ich das gemacht habe, ja? Also, einmal alle Clips zusammengeschnitten, die sind in Ordnung, die Köpfe sind weg. Muss ich es beschriften? Wie gesagt, oben kommt mein Finanzkanal oder Wolfsmama mit Werbung drauf. Dann kommt noch herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wir sind ja jetzt aber erstmal beim ersten Teil. Da muss das ja nicht hin. Und zum Schluss nochmal abonnieren. Dann lädt das hoch auf mein Handy. Sprich, das gespeicherte Video wird auf mein Handy geladen. Muss es. Ich kann es nicht direkt zu YouTube laden. Ich muss es zwischenspeichern auf meinem Handy. Was wahrscheinlich wieder Probleme gibt, weil mein Handy so voll ist mit Material, dass er mir dann meine App anzeigt. Nein, ich kann nicht speichern. Ihr Handy ist voll. Da muss ich erst einmal wieder in meine Foto-App rein und gucken, welche Videos kann ich löschen, welche sind unwichtig. Und oft passiert es mir dann, dass ich auch Videos lösche, die gar nicht, noch gar nicht auf YouTube liegen. Dann lösche ich und gehe wieder rein. Wieder sagt die App, nein, ist immer noch voll. Dann mache ich zu und naja, bis dann geklappt hat, bis dann endlich hochlädt, dann bin ich schon mal erleichtert. Entweder lehne ich mich da mal 10 Minuten zurück, während es auf meinem Handy speichert, weil ich so in der voll innere Anspannung bin. Ich kneife dann meinen Bauch zusammen und meine Zähne, damit alles gut klappt. Es soll ja auch schön werden. Und die 10 Minuten, wo das dann auf meinem Handy speichert, lehne ich mich meistens ein bisschen zurück. Manchmal nehme ich aber auch meinen Laptop, der liegt ja hier, und fange schon mal meinen Blog an, den ich ja auch noch befüllen muss. Jeden Tag, wisst ihr, schreibe ich täglich mein Online-Tagebuch auf www.wolfsmama.de. Falls ihr mal reinschauen wollt. So, und wenn das dann auf meinem Handy zwischengespeichert ist, lade ich es auf YouTube hoch. Und nochmal, ohne Titel erstmal, ohne alles. Einfach nur weg damit hochladen, damit es Zeit hat, das Internet auszunutzen, damit ich, wie gesagt, manchmal habe ich auch Probleme, dann kann ich das nicht gleich hochladen, weil das Internet schlecht ist oder YouTube das nicht annimmt. Dann fange ich, wenn ich das, während ich es hochlade zu YouTube schon mal an, dann kann ich die App wieder wechseln in meine Bearbeitungs-App und fange den zweiten Teil an, meines Vlogs zu schneiden. Wieder alles kontroll gucken, wieder beschriften, wieder alles nochmal retuschieren, wenn Kinder da waren. Wenn nicht, dann geht es immer ein bisschen schneller. Aber eigentlich ist da immer irgendwas. Ihr wisst es bei meinen Vlogs, gerade jetzt im Ramadan, wo Emil viel kocht, es rutscht dir immer mal das Gesicht von ihr mit rein oder immer mal das Baby, was sich da beim Kameraschwenk einmal um die Ecke schleicht.
Und wenn ich dann den zweiten Teil fertig habe, wird der auch auf YouTube hochgeladen. In der Zwischenzeit ist meistens, wenn ich Glück habe, der erste Teil schon liegt dann schon auf YouTube völlig roh und überhaupt noch nicht für euch öffentlich. Und dann gehe ich duschen. Also ich mache den zweiten Teil, bearbeite ich und er lädt zwischen auf meinem Handy. Dann gehe ich meistens duschen, während er zwischenspeichert, der zweite Teil auf meinem Handy, weil dann ist es schon wirklich spät. Also dann ist es 11 und dann sind die Kinder da schon richtig unruhig. Ich muss dann einmal runter. Vor allen Dingen muss nach dem Duschen Miley erstmal raus. Und wenn ich Glück habe, ist das Handy zwischen, ist das, ja, das sind 10, ne? Wenn ich Glück habe, ist es dann schon auf meinem Handy zwischengespeichert, sodass ich dann nach dem Duschen direkt das auf YouTube hochladen kann. Dann gehe ich mit Miley raus, weil die, wenn die aufsteht, muss sie pipi, sonst pippelt die da irgendwo hin, das will ja keiner. Gehe ich mit ihr raus. Wenn ich erstmal runter bin, dann sehen mich die Kinder, meine Tochter, meine Emil, dann gibt es immer irgendetwas und ich kann nicht wieder hoch. Das ist schon mal Fakt. Dann mache ich Frühstück, dann unterhalten wir uns, während ich die Kinder halte. Und ich halte die Kinder wirklich sehr oft. Ich zeige das nicht immer. Ja, ich nehme mein Handy dann zwar mit und dann beginne ich ja dann schon mal wieder den nächsten Vlog. Wenn ich runtergehe, während ich runtergehe, beginne ich ja schon mal wieder meinen nächsten Vlog für diesen Tag sozusagen. Und in der Zwischenzeit lädt mein zweites Video, mein zweiter Vlog ja zu YouTube hoch. Das heißt, ich habe aber noch nichts fertig für euch. Also der 3 Uhr Vlog ist immer noch nicht für euch bereit. Dann fange ich schon wieder meinen Vlog für diesen Tag an und begrüße euch, gehe mit euch runter, gehe mit Miley raus. Das zeige ich euch ja auch oft. Dann gehe ich in die Küche und halte das Kind oder ich mache Frühstück und dann kommt der Emil und Melia auch meistens. Und dann, wenn ich Glück habe, macht sie dann das Frühstück. Manchmal mache ich es, wechseln wir uns immer ab. Und dann wird aufgeräumt, entweder räume ich auf oder sie räumt halb auf und ich räume weiter auf oder auf, wie auch immer. Ja, also ich bin eigentlich immer dabei, ihr auch zu helfen und die Hausarbeit mitzumachen. Und dann, wenn ich Glück habe und das Baby gut geht, ja, wenn das Baby nicht gut geht, halte ich, helfe, tu, mach. Wenn ich irgendwie Glück habe, ich muss ja wieder nach oben. Ne? Ich muss nicht. Ne? Wie gesagt, ich muss nicht, aber ich möchte. Dann gehe ich nach oben, weil meine Vlogs sind ja noch nicht fertig. Das heißt, ihr habt um 3 Uhr das noch nicht. So, wenn ich Glück habe, sind dann diese beiden ersten Teile des Vlogs schon mal hoch bei YouTube. Oft ist das aber auch nicht der Fall. Dann muss ich, kann ich gar nichts an meinem Handy machen, kann nicht weiterarbeiten, weil dann muss ich erstmal die YouTube-App offen lassen. Bei offenem Handy, es darf auch nicht runterfahren, sondern in Ruhezustand gehen. Es muss offen bleiben und es muss auf hochladen. Also da muss ich, es muss hochladen. Wer das hoffen muss, die App muss aufbleiben und es muss hochladen. Da kann ich nichts machen am Handy, weil sonst wird der Upload nicht schnell genug gemacht. Und da die Zeit ja drängt, es wird ja immer später. Um 3 Uhr muss der erste Vlog ja fertig sein für euch. Lasse ich das dann meistens in Ruhe, das Handy, und gehe dann erstmal runter nochmal, wenn das bisher noch nicht passiert ist, der Upload, und beschäftige mich dann nochmal mit den Kindern oder mache sonst irgendwas oder ich schreibe meinen Blog weiter, der ja auch immer wieder aktualisiert werden muss. Und dann, wenn ich dann Glück habe, alles ist hoch bei YouTube, fange ich schon mal an, den ersten Teil, den 3 Uhr Vlog, mit einem Thumbnail zu besetzen, also wieder ein Vorschaubild zu erstellen. Ja, inzwischen ist es vielleicht eins, halb zwei, je nachdem, was dazwischen kam mit den Kindern unten, ja. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich unten saß und mich ausgeruht habe und mal in Ruhe gefrühstückt habe oder so, sondern nein. Ich habe auch beim Frühstück ein Kind oft auf dem Arm. Ich fütter oft das eine Kind oder ich halte das eine Kind, während meine Tochter isst. Oder umgekehrt, ich halte Melia, ich beschäftige sie, damit ein Emil mal irgendwas machen kann. Also ich bin ja nicht unten und ruhe mich aus und sitze da und frühstücke in Ruhe. Ja, so ist das ja nicht. Es ist auch da Stress, ja, unten. Und dann gehe ich hoch, wie gesagt, und fangen dann an, das Thumbnail für den ersten Teil des Vlogs zu erstellen. Wieder überlegen, was war wichtig. Meistens habe ich schon vergessen, was am Tag vorher war. Ich gucke mir noch mal das Video an, weil ich habe es zwar heute Morgen geschnitten, aber ich habe es schon wieder vergessen, weil so viele Dinge in meinem Kopf sind, die ich auch plane neben YouTube. Und dann fange ich an, wie gesagt, das Thumbnail zu machen, wieder einzustellen an meine YouTube Studio App, wieder den Titel zu überlegen, wieder den Text. Hallo meine Lieben, heute passiert das und das. Wir haben das und das gemacht und das und das gekocht oder keine Ahnung. Und dann wieder kopieren, wieder mein ne, alles rein und dann wieder die Tags erstellen. Was überlege ich mir jetzt? Wieder kochen, Rezepte, Frühstück. Morgens in Deutschland oder so, muss ich alles aufschreiben, stichwortenartig wieder in die Tags reinbringen. Und dann kann ich es, wenn es soweit ist, wieder
öffentlich machen für 3 Uhr. Das Video, der erste Teil, wäre dann schon mal abgehakt. Inzwischen ist aber wieder eine Stunde vergangen, ja. Und ich habe noch nicht mal den zweiten Teil bearbeitet. In der Zwischenzeit wird, wenn ich Glück habe, auch der zweite Teil hoch sein bei YouTube, sodass ich den dann direkt auch in Angriff nehme. Wieder den Titel mache, wieder das Vorschaubild erstelle, wieder den Text mir überlege und dann die Tags, die Stichworte wieder aufschreibe, die ja wieder anders sind für den zweiten Teil, weil es kommen ja wieder andere Dinge vor. Und dann wieder auf öffentlich mache für 6 Uhr. Was ist denn mit dem dritten Teil? Der ist auch noch nicht fertig. Den habe ich noch gar nicht bearbeitet. Ja, den muss ich jetzt erstmal wieder Probe gucken. Den muss ich wieder beschriften. Dann muss er wieder zwischenspeichern auf meinem Handy. Unter Umständen muss ich auch noch wieder retuschieren. Köpfe, weil Baby oder Emmel zwischen sind. Kontroll gucken. Und dann wird der wieder zwischengespeichert auf meinem Handy. Und in der Zeit gehe ich mit meinem Hund spazieren. In der Zwischenzeit habe ich natürlich auch schon mal wieder gevloggt. Ich war in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon wieder unten helfen, habe mal wieder irgendwas gemacht für die Mädels, ja. Gehe dann raus mit Miley. Und dann schaffe ich es eventuell mal, auf dem Feld ein Video zu drehen oder ich erzähle mal sonst irgendwo was am Fluss vielleicht, wieder neue Videos produzieren, denn die Vormittagsvideos wollen ja auch immer alle gedreht sein, ja. Das ist ja nicht von selbst gemacht. Da muss ich mir überlegen, was könnte ich denn erzählen? Ja, was kann ich denn wieder drehen? Was könnte ich denn machen? Und ganz oft ist es sogar so, dass bevor ich mit Miley spazieren gehe, schon wieder ein Style and Talk oben gedreht wurde. Denn ich bin ja oft auch schon geschminkt um die Zeit. Ja, habe ich noch ganz vergessen, habe ich euch noch jetzt gar nicht erzählt. Ich habe zwischendurch wieder ein Style and Talk gedreht, bevor ich mit Miley rausgegangen bin. Einfach mal so zwischendurch, zwischen Frühstück und keine Ahnung was. Oder ich habe noch mal ein Testvideo gedreht über ein neues Shampoo oder so. Oder ich habe noch mal irgendeinen Stick getestet, einen Lipstick oder so. Das habe ich ja dann auch gemacht, während ich meine Vlogs und meine Vormittagsvideos bearbeitet habe. Also zwischendurch habe ich da auch noch mal 2, 3 Videos gedreht. Und dann drehe ich noch mal Videos, während ich zum Spazieren gehe. Für meinen Finanzkanal zum Beispiel. Oder irgendein anderes Video über die Türken oder über Alanya oder sonst irgendwas. Drehe ich dann Videos, damit ich dann die schon mal wieder auf Vorrat habe für den nächsten Tag oder für den übernächsten Tag. Und nach dem Spaziergang gehe ich dann nach Hause und gehe, wenn die Kinder mich nicht brauchen, wenn Babys alle ruhig sind, und manchmal nehme ich die Babys ja auch ab, die wollen ja auch was von ihrer Oma haben, ich kann ja nicht nur arbeiten, ich bin ja da, um zu helfen, helfe vor allen Dingen auch meiner Tochter, dann pumpt sie ab, dann muss ich Baby halten. Das sind alles Kleinigkeiten, die ich jetzt hier gar nicht immer aufzählen kann, weil das ist einfach immer zwischendurch passiert das. Ja, es passiert mal, jetzt habe ich mal eine Stunde unten und muss helfen, dann gehe ich wieder eine Stunde hoch zum Arbeiten. So verläuft dann der Nachmittag, in dem meistens Videos dann aber produziert werden, mein Blog bearbeitet wird, und das sind dann Dinge, die ich meistens am Nachmittag mache. Oder ich überlege mir, was sage ich für meinen Finanzkanal. Oft habe ich es beim Spaziergang auch nicht geschafft. Oft sitze ich ja dann auch zu Hause. Das sind dann Videos, die ich meistens für den Finanzkanal am Nachmittag drehe, weil sie sind auch anspruchsvoller. Ich muss ein bisschen Recherche machen dafür, nicht immer, aber manchmal. Und dann will das auch abgedreht werden. So, und zwischendurch, wie gesagt, immer nach unten. Und dann kommt ja auch die Zeit zum Essen kochen. Klar. Emmel kocht nicht immer. Ich koche auch oft, aber Emmel kocht auch oft. Und wenn sie kocht, gehe ich ja nach unten. Erstmal muss ich sie dabei filmen, denn ich muss ja auch Material für meinen neuen Vlog haben am nächsten Tag. Ist ja nicht so, dass das alles von allein auf mein Handy kommt, sondern da muss ich auch immer drehen. Ja, ich drehe den ganzen Tag trotzdem mein Leben weiter. Und dann helfe ich Emmel natürlich auch. Ist doch nicht so, dass ich ihr nicht helfe. Natürlich helfe ich ihr. Ich helfe ihr beim Kochen. Ich helfe ihr beim Saubermachen. Ich putze auch öfters. Ich muss nicht so viel machen. Na klar, ich mache den Haushalt ja nicht alleine. Aber ich mache auch schon viel, ja. Und zwischendurch kommen dann die Söhne mal. Oder es ist, wie gesagt, für den Ramadan wird gekocht. Dann helfe ich beim Essen kochen. Auch wenn ich mich ja dann vielleicht nicht gerade filme und ihr das nicht immer seht. Ja, und dann wird gegessen und dann wird wieder alles abgeräumt. Ich wasche zwischendurch immer ab, ich kreuze es in die Spülmaschine, ich räume es wieder raus, dann putze ich mir oben das Badezimmer oder ich gehe in mein Zimmer und räume da mal wieder auf. Dann gehe ich wieder zu meiner Tochter ins Wohnzimmer oder zu den Kindern, die inzwischen zu Besuch gekommen sind, oder meine anderen Schwiegertöchter oder meine anderen Enkelkinder. Die wollen ja auch was von Oma haben. Zwischendurch drehe ich immer. Ich bin immer am Drehen. Ihr seht das ja, sonst würden meine Vlogs ja gar kein Material haben. Und dann gehe ich immer wieder nach oben und bearbeite immer wieder gleich die Videos, die ich gedreht habe, damit sie dann auf YouTube schon mal liegen. Und wie gesagt, ich dann am nächsten Tag wieder die Vormittagsvideos am Morgen nur einfach beschriften, das Thumbnail erstellen muss und die ganzen anderen Sachen machen muss. Weil das Drehen am Morgen, bevor ich dann
Bevor ich es dann online stelle, dann müsste ich ja schon um 8 Uhr anfangen zu drehen. Dann kann ich die ganzen Videos nicht vorbereiten. Also das funktioniert nicht immer. Wenn ja, manchmal schon. Dann drehe ich mal so ein Testvideo zwischendurch oder so. Das klappt dann schon mal, aber nicht immer. Und manchmal schon, ne? Wenn ihr Testvideos, Shampoo-Videos oder Schminkvideos oder Style and Talk oder so ein Stick probieren, das mache ich meistens am Morgen zwischen dem Schnitt zwischendurch. Aber andere Dinge, wie gesagt, so Sprechvideos, Reaction-Videos, sowas passiert dann meistens nachmittags oder abends sogar. So, und dann nach dem Essen ist es ja dann aber auch schon 8, 9 Uhr, ja? Und dann habe ich mich noch nicht mal eine Sekunde ausgeruht, sodass ich jetzt mal hier so sitze, wie jetzt hier im Bett. Ich sitze hier zwar, aber ich ruhe mich ja nicht aus. Ich drehe ja, ich beschäftige mich ja, ich mache ja. Währenddessen bin ich immer oben am Arbeiten und am Schneiden, am anderen Projekte machen. Ich habe noch andere Projekte. Das heißt, ich habe noch zwei neue Webseiten im Aufbau, die ich bestücke mit Material außer meiner Tagebuch-Webseite. Ich habe noch zwei andere Projekte, von denen ich euch nichts erzähle und auch nichts erzählen möchte. Die mache ich auch immer zwischendurch, wenn ich mal 5 Minuten frei habe. Und ich habe auch noch drei andere YouTube-Kanäle am Aufbau, die ich im Moment mache. Den Beauty-Kanal, den bekommt ihr bald, der ist bald soweit, aber auch noch nicht fertig. Dann habe ich ja, wie gesagt, den Finanzkanal. Das heißt, das Finanz für auf meiner Finanzakademie, das Video muss jetzt unbedingt raus. Es muss meistens um 19 Uhr kommt es online. Das habe ich ja auch noch nicht bearbeitet. Das heißt, die Videos, die ich am Tag zuvor, manchmal drehe ich sie auch am Tag noch da am gleichen Tag, weil ich nicht genug Puffer habe, weil ich es nicht geschafft habe, ein Video zu drehen, drehe ich es kurz vor dem vor 19 Uhr nochmal am Nachmittag, damit ich dann um 19 Uhr auf meinem Finanzkanal auch ein Video habe. Wieder das gleiche Thema. Thumbnail erstellen, Titel erstellen, Tags erstellen, also die Stichworte, das Anschreiben, die Kopie da rein und das alles dann für 19 Uhr auf meinen Kanal öffentlich stellen. Da muss ich Werbung für diesen Kanal machen. Das heißt, ich muss auf meinem Wolfsmama-Kanal einmal ankündigen, dass um 19 Uhr ein Video kommt, weil der Kanal ist ja noch nicht so bekannt. Dann gehe ich auf meinem Instagram-Account, auf meinem Instagram-Kanal. Mache ich mein Video auch, zeige ich, dass ich um 19 Uhr ein neues Video für meinen Finanzkanal öffentlich mache. Auch da wieder mit oben Werbung reinschreiben. Hallo meine Lieben, ein bisschen was erzählen und dann ein bisschen Werbung machen für mein neues Video. Da muss ich den Link in die Story packen. Das heißt, ich muss das Ganze nochmal in der Story nochmal machen. Muss also das Bild wieder in die Story packen, muss wieder ein bisschen was schreiben und muss es wieder verlinken. Das heißt, ich muss wieder einen Link kopieren in die Story rein. Und dann habe ich es soweit geschafft. Wenn alle Videos für diesen Tag fertig sind, dann kann ich aufatmen. Dann bin ich nämlich eine große Last los, wenn ich erstmal alle 5 Videos, ja, öffentlich habe. Nee, ich habe ja den dritten Teil des Vlogs noch gar nicht für 20 Uhr. Den habe ich ja auch noch nicht fertig. Der muss zwischendurch auch noch gemacht werden. Seht ihr, das habe ich sogar im Erzählen jetzt vergessen. Und ihr seht ja, dass andauernd das Video offen ist, öffentlich ist. Also auch das ist noch zwischendurch passiert. Habe ich es tatsächlich noch geschafft, den dritten Teil des Vlogs auch noch zu bearbeiten. Meistens schaffe ich es so bis 15 Uhr, manchmal sogar schon früher, je nachdem, wie gut ich durchkomme mit dem Online-Stellen der vorherigen Videos. Dann schaffe ich es meistens auch noch, bevor ich mit oder nicht meistens, aber ganz oft auch, bevor ich noch mit Miley spazieren gehe, das kommt auch oft vor. Also es ist immer verschieden, je nachdem, wie gut und wie schnell ich arbeite, wie gut und wie schnell das Internet ist und wie gut und wie schnell YouTube das Ganze annimmt, schaffe ich das dann auch mal früher, sodass ich dann auch mal früher sagen kann. Ja, nu ist der Abend da. Ja, am Abend sind meistens die Jungs da, ich vlogge wieder. Ich gehe immer mal wieder nach oben zum Filmen. Manchmal setze ich mich auch mit den Jungs hin und unterhalte mich mal ein bisschen. Und das ist dann tatsächlich Freizeit. Also abends, so um 20, ab 20, 21 Uhr im Moment sogar, also 21:30 Uhr, weil wir haben jetzt Ramadan. Um 20:30 Uhr wird gegessen, dann wird abgeräumt, nochmal Tee gemacht, nochmal geguckt und getan und gemacht und aufgeräumt. Also es ist schon 22 Uhr, muss ich jetzt ehrlich gestehen, oft, dass ich mich dann mit den Jungs mal hinsetze und dann bin ich meistens tot. Weil in der Zwischenzeit habe ich natürlich auch 100 Mal wieder mit Meliha gespielt. Ich habe 100 Mal das Kind gehalten, damit Emma ihre Sachen machen kann. Ich habe Hunde vielleicht sogar nachmittags aufgepasst auf das Kind, ja, zwischen durch. Wenn ich mal in Kiel war, muss ich das alles, was ich euch eben erzählt habe, wenn ich mal den ganzen Tag nicht da bin oder wenn ich den ganzen Tag auf Melia aufpassen muss, dann ist es so, dass ich die ganzen Videos, alles, was ich euch eben erzählt habe, schon fertig machen muss. Das muss fertig sein, bevor ich nach Kiel fahre. Und das muss alles schon fertig sein, bevor ich auf Melia aufpasse, weil wenn ich auf das Kind aufpasse, kann ich nichts machen an meinem Handy, gar nichts. Weil dann passe ich auf das Kind auf und zwar mit vollem Bewusstsein. Das Einzige, was ich dann mache, ist vloggen.
Und wenn ich nach Kiel fahre, sind meine ganzen Vlogs, meine ganzen Vormittagsvideos und alles, was ihr seht, ja auch schon für euch bereit. Das mache ich dann alles am Morgen, bevor ich nach Kiel fahre. Oder wenn ich nach Hamburg fahre, wie gestern zum Beispiel, ist das alles schon am Vormittag erledigt. Ich weiß, ich fahre am Nachmittag, dann habe ich das alles am Vormittag fertig. Und auch meine Videos sind dann gedreht für den nächsten Tag schon. Es ist alles im Kasten, es ist alles bereit. Ja, also wenn, also ich kann nur mit dem Kopf schütteln, ja, was manche Leute sich denken, wie das vonstatten gehen soll, alles. Wenn ich dann abends ins Bett gehe, ja, ich habe ein bisschen mit den Kindern gesessen, so eine halbe Stunde, Stunde, vielleicht manchmal 2 Stunden, je nachdem, ist es auch nicht so, dass ich mit den Kindern Fernsehen gucke und nichts tue. Währenddessen habe ich oft mein Handy dann in der Hand und recherchiere schon neue Videoideen für den nächsten Tag, für Finanzen ganz besonders. Das ist nämlich schon so, dass ich mich da auch noch ein bisschen reinfuchsen muss, dass nicht alles so aus meinem Kopf sprudelt, weil es ja ein Thema ist, mit dem ich mich nicht tagtäglich beschäftige, ab und zu und immer wieder, aber nicht tagtäglich. Und das ist natürlich viel einfacher, Schminkvideos oder so zu machen für mich oder Vlogs zu machen. Ja, aber die Finanzvideos sind schon anspruchsvoll. Da recherchiere ich, da gucke ich, da mache ich Tour meistens, während die Kinder dann daneben sitzen. Oder ich bearbeite meine Videos, die ich am Nachmittag gedreht habe, dass die dann schon mal auf YouTube hochladen können, während ich dann da mit den Kindern sitze, weil dann kann ich mein Handy ja auch nicht benutzen, weil es zwischenspeichert auf meinem Handy. So, dann gehe ich meistens ins Bett um 23 Uhr, würde ich mal so schätzen, durchschnittlich. Und dann ist weiterarbeiten. Dann muss ich nämlich noch meinen Blog zu Ende schreiben, der ja auch noch jeden Tag möglichst, bevor ich schlafen gehe, fertiggestellt werden muss. Nicht immer schaffe ich es, aber meistens. Und dann schreibe ich den Blog zu Ende und gucke nochmal in meine ganzen Videos rein. Ist damit alles in Ordnung? Hat der Upload geklappt? Habe ich da irgendwas vergessen? Kann ich eventuell schon mal das eine oder andere wieder löschen, was ich aufgenommen habe? Manchmal gucke ich mir noch selber ein YouTube-Video meiner Kollegen an und dann gehe ich ins Bett und zwar richtig erschossen und meistens so um 12 Uhr. Und ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die dieses Arbeitspensum haben. Und wenn ich dann lesen muss, was dann einige Leute schreiben, hä, wieso bist du denn kaputt und das kann ich mir gar nicht vorstellen, machst doch gar nichts, dann ist es einfach nur etwas, wo ich nur sagen kann, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, wie kann man denn glauben, wenn man. Ich lade jeden Tag 5 Videos hoch für YouTube. Ich lade jeden Tag, fast jeden Tag, ein Video auf meiner Finanzakademie hoch. Ich schreibe jeden Tag einen sehr langen Blog-Eintrag. Ich bereite weiterhin 2 Webseiten vor, nebenbei. Ich habe noch andere Projekte am Laufen, nebenbei, neben YouTube und meinem Blog, von denen ich euch nichts erzählen möchte und auch nichts erzählen kann im Moment. Und ich habe noch 3 andere Kanäle, die ich aufbaue, YouTube-Kanäle, von denen ich euch schon erzählt habe, aber noch nichts Genaueres euch im Moment sage. Jetzt soll mir mal einer erzählen, dass er das alles macht. Andere Leute, die bereiten eine Webseite ein Jahr vor. Andere Leute, die bauen einen YouTube-Kanal wochenlang auf. Andere Leute, die haben ein Video und brauchen dafür 3 Tage, um das online zu stellen, weil in der Bearbeitung, in der Aufbereitung, im Schnitt. Zugegebenermaßen ist mein Schnitt nicht professionell und auch meine Kameraaufnahmen sind nicht professionell, aber mehr ist einfach nicht drin. Ich kann nur mit dem Handy aufnehmen, ich kann nur mit dem Handy schneiden und nur auf diese Art und Weise habe ich die Zeit, das zu machen. Und anders möchte ich es nicht machen. Es bringt mir keinen Spaß auf eine andere Art. Ich habe keine Lust, mit Kameras zu hantieren und ich habe auch keine Lust, dem Sachen, die ich aufgenommen habe, in meinen Laptop zu transportieren, von da aus wieder zu bearbeiten, wieder hoch zu. Ich arbeite mit meinem Handy. Im Moment kann sein, dass es nächstes Jahr anders ist. Das weiß man alles nicht. So. Und dann stehe ich morgens wieder auf, wieder um 7 Uhr oder wann auch immer. Und dann geht wieder mein erster Griff zu meinem Handy, damit die 5 Videos täglich online sind. Klar, ich muss es nicht machen. Ich möchte es machen. Es bringt mir Spaß. Aber glaubt nicht, dass das alles so aus Jux und Dollerei ohne unwahrscheinlich viel Arbeit passiert. Und wenn ihr mich hier seht, hier sitzend seht, dann ist das der Grund allein, weil ich nicht auf einem Schreibtischstuhl sitzen kann. Da kriege ich Beinschmerzen, ich kriege Rückenschmerzen. Ich muss mich zudecken, ich muss gemütlich sitzen. Deswegen sitze ich in meinem Bett, ja, oder auf dem Sofa, je nachdem. So, jetzt hört sich das natürlich an. Es sind, wie gesagt, von den 99,9% aller Zuschauer kommen
Kommentare sind positiv. Das sind Menschen, die wissen, was ich mache, die können sich das vorstellen, vielleicht nicht so richtig, aber doch ganz schön und so einigermaßen. Es sind ja eben nur 2, 3 Leute, die da immer so ein bisschen doofe Kommentare abgeben und die denken, sie können andere Leute verletzen. Verletzt fühle ich mich nicht, aber ich fühle mich schon so, so ein bisschen, als wüsste man gar nicht, was ich mache. Das kann sogar sein, dass selbst viele von den meisten Zuschauern gar nicht eine Vorstellung davon haben, was das für eine Arbeit ist. Aber das ist ja eine Arbeit, die ich mir ausgesucht habe, die ich gerne mache und die mein Leben ist im Moment. Ja, und neben meiner Familie. Ja, ich mache das alles unter der Priorität meiner Familie. Aber wenn ich auf Kinder aufpasse oder wenn ich das Baby halte oder wenn ich das andere Baby halte oder wenn ich helfe oder sauber mache, das sind alles Dinge, die für mich Arbeit sind, wie für jeden. Ja? Ich glaube, lieber würde jeder auf dem Sofa liegen, im Fernsehen gucken und den Kopf abschalten. Das habe ich ja gar nicht, kann ich gar nicht machen. Nee, habe ich überhaupt nicht. Ja? Möchte ich auch nicht, das ist mir viel zu langweilig. Aber dann zu sagen, wovon bin ich denn kaputt und wovon, was mache ich denn den ganzen Tag, ist schon grenzwertig, würde ich mal so behaupten. Meine Lieben, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Nachtrag. Auf Babys aufzupassen, Babys im Arm zu halten, ist nicht zu unterschätzen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Unsere Babys, die sind sozusagen so, dass sie das sehr gerne haben. Und jetzt halte mal eine halbe Stunde, eine Stunde ein Baby im Arm. Sing ihm was vor, nicht sitzend, stehend. Ja, du läufst mit dem Baby rum. Eine Stunde oder noch länger. Mach das mal. Das ist nicht einfach. Ist sehr anstrengend, ja, körperlich anstrengend, kann man schon so sagen. Dir tun dann die Arme weh, die Hüfte weh, der Rücken weh. Das ist nicht ohne, möchte ich mal so anmerken. Und auch mit dem Kind sich zu beschäftigen. Zusätzlich zu den ganzen anderen Dingen, die ich den ganzen Tag mache, das ist nicht einfach, ja. Ein Kind will nicht nur, dass du ihm Spielzeug hinlegst, sondern diese Kinder wollen, dass du dich tatsächlich richtig mental mit ihnen beschäftigst. Und das kleine Baby ist nicht einfach. Ja? Das ist nicht einfach. Der will beschäftigt werden. Der will hin und her getragen werden. Und den kannst du nicht in den Arm nehmen und knuddeln und dann ist alles gut. So nicht. Ne? Den musst du tragen. Den musst du von links nach rechts hin und her und nach, weiß ich nicht, mach. Der braucht Action. Und sonst ist dem langweilig. Dann quakt er, dann schreit er, was er ja nicht darf. Also, ja, wie gesagt, ich kann da nicht weiter zu sagen, aber ich glaube, ich habe einigermaßen verständlich ausgedrückt, was ich sagen wollte. Und jetzt ist es vorbei.